Denkst du, dass Meter und Sekunde zwei unterschiedliche Sachen sind, die nichts miteinander zu tun haben? Leider ist das nicht der Fall. Meter und Sekunde sind eins. Eine Gewebe, die du so ziehen, drücken, umformen kannst, so wie du es willst. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um Teil 2 der speziellen Relativitätstheorie. Bevor wir anfangen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet, einen Daumen hoch da lässt. Und wie ihr mir am besten helfen könnt, ist dieses Video teilen, damit es so viele Leute wie möglich mitbekommen. Und auch den Kanal von meiner kleinen Schwester abonnieren, habe ich euch in der Beschreibung gelassen. Gibt es da sehr lustige Sachen, Rätsel lösen und so weiter. Lasst uns erstmal anfangen. Im letzten Video haben wir festgestellt, dass je schneller man sich bewegt, desto langsamer läuft die Zeit. Wenn man Lichtgeschwindigkeit erreicht, läuft die Zeit nicht mehr. Und wenn man über Lichtgeschwindigkeit reist, geht man in der Zeit zurück. Einstein hat darüber nachgedacht, aber er hat nicht verstanden, warum das Ganze so ist. Als damals der Professor von Albert Einstein, Hermann Minkowski, davon gehört hatte und Albert Einstein immer als fauler Hund bezeichnet hatte, hat er gesagt: Dieser faule Hund hat sowas hinbekommen. Das kann doch nicht sein. Aber kein Problem, da er es nicht versteht, muss ich ihm das natürlich erklären, sonst bin ich kein guter Professor. Und in der Tat, als er sich damit auseinandergesetzt hat, hat er festgestellt, dass das Ganze eigentlich ziemlich gefährlich ist. Hermann hat gesagt, wenn ich das Ganze in einem Diagramm zeichnen würde, werde ich definitiv auf das Ergebnis kommen. Ich zeichne es einmal, wie das nach Newton aussehen sollte und wie das nach Nicht-Newton aussehen sollte, beziehungsweise nach den Ergebnissen des Experiments von Michelson und Morley, das wir im ersten Video besprochen haben. Bevor ich aber weitermache, muss ich euch eine kleine Vorwarnung geben. Es kann sein, dass das, was ich euch gleich sagen werde, ihr vielleicht, aber nur vielleicht natürlich, nicht vom ersten Mal oder auch nicht vom zweiten Mal versteht. Deswegen wiederholt das die Stellen, die ihr nicht verstanden habt, bis ihr es versteht. Ich habe das da erklärt. Falls ihr Fragen habt, habt ihr zwei Möglichkeiten, wie ihr die mir stellen könnt. Nummer 1 in die Kommentare, Nummer 2 auf Instagram. Sagen wir mal zur Vereinfachung, dass die Lichtgeschwindigkeit 10 Meter pro Sekunde ist. Und nun müssen wir zurück zu unseren besten Freunden Person A und Person B gehen. Stellen wir uns vor, Person A bewegt sich mit der Hälfte der Lichtgeschwindigkeit, also 5 Meter pro Sekunde, und Person B bewegt sich nicht. Person B bewegt sich zwar nicht im Raum, aber sie bewegt sich in der Zeit. Heißt, nach einer Sekunde hat sie 0 Meter zurückgelegt, nach 2 Sekunden 0 Meter, nach 3 Sekunden 0 Meter und so weiter. Person A bewegt sich mit der Hälfte der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, nach einer Sekunde hat sie 5 Meter zurückgelegt, nach 2 Sekunden 10 Meter, nach 3 Sekunden 15 Meter und so weiter. Die Lichtgeschwindigkeit ist 10 Meter pro Sekunde. Heißt, das Licht hat nach einer Sekunde 10 Meter zurückgelegt, nach 2 Sekunden 20 Meter, nach 3 Sekunden 30 Meter. Damit ich weiß, wie Person B die Lichtgeschwindigkeit sieht, nehme ich irgendeinen Punkt auf der Lichtgeschwindigkeitsgerade und laufe parallel zur Streckenachse, um die Zeit herauszufinden, und habe da eine Sekunde. Und um die Strecke herauszufinden, laufe ich von diesem Punkt aus parallel zur Zeitachse und sehe, dass das 10 Meter sind. Das heißt, für Person B ist die Lichtgeschwindigkeit 10 Meter pro Sekunde. Für Person A gilt dasselbe. Da Person A sich aber konstant bewegt, wird sie nicht merken, dass sie sich bewegt, sondern würde merken, dass die ganze Welt sich bewegt, aber sie nicht. Deswegen ist das, was für Person B die Geschwindigkeitsgerade von Person A ist, eigentlich nur die Zeitachse für Person A. Das heißt, für Person A hat sie nach einer Sekunde 0 Meter zurückgelegt, nach 2 Sekunden 0 Meter, nach 3 Sekunden 0 Meter, aus ihrer Perspektive relativ zu ihr. Und damit ich weiß, wie Person A die Lichtgeschwindigkeit sieht, laufe ich nicht parallel zu den Achsen von Person B, sondern laufe parallel zu den Achsen von Person A. Die Zeit bleibt hier dieselbe, eine Sekunde, aber ich laufe in dem Fall aus der Sicht von Person B parallel zur Geschwindigkeitsachse von Person A und würde sehen, dass Person A die Lichtgeschwindigkeit 5 Meter pro Sekunde sieht. Schön und gut und normal, und das ist eigentlich, was nach Newton passieren sollte. Aber die Ergebnisse des Experiments von Michelson und Morley haben festgestellt, dass die Lichtgeschwindigkeit immer konstant ist.
Das heißt, wenn Person B die Lichtgeschwindigkeit 10 Meter pro Sekunde sieht, muss Person A die Lichtgeschwindigkeit auch 10 Meter pro Sekunde sehen. Das heißt, diese 5 Meter dürfen nicht in einer Zeit von einer Sekunde durchquert worden sein, sondern in einer halben Sekunde. Damit das aber passiert, zeichne ich von dem Punkt aus eine Strecke, die die Zeitachse von Person B in einer Zeit von 0,5 Sekunden schneidet und somit 5 Meter geteilt durch 0,5 Sekunden sind 10 Meter in der Sekunde. Und somit ist die Lichtgeschwindigkeit für Person A auch 10 Meter pro Sekunde. Perfekt, nun haben wir das Problem gelöst, richtig? Richtig, aber nun taucht ein neues Problem auf. Damit ich die zurückgelegte Strecke ermitteln konnte, bin ich immer parallel zur Zeitachse gelaufen. Nun habe ich aber eine neue Zeit, die keine zu ihr parallelen Streckenachse hat, wo ich ablesen kann, was die zurückgelegte Strecke ist. Deswegen bleibt mir nur noch die Möglichkeit, eine zu ihr parallelen Streckenachse zu zeichnen, sonst kann ich die zurückgelegte Strecke nicht messen. Sehr schön, nun haben wir keine Probleme, das haben wir doch. Vielleicht ist es schön, aber es ist nicht so toll. Weil Person A sich schnell bewegt, hat sie andere Koordinaten als Person B, die sich nicht bewegt. Wenn wir nun die Länge der halben Sekunde bei Person A und Person B vergleichen würden, würde das Ganze so aussehen. Für Person B ist die halbe Sekunde so lang und für Person A würde ich sehen, dass die halbe Sekunde so lang ist. Im Grunde genommen ist die halbe Sekunde bei Person A so lang geworden, dass es mehr als eine halbe Sekunde bei Person B ist. Vielleicht seid ihr etwas durcheinander, kann ich nachvollziehen, kein Problem, wir machen das Ganze nochmal, aber diesmal mit einer Sekunde, dann werdet ihr sehen, dass das Ganze einfach ist. Das ist die Sekunde bei Person B. Damit ich weiß, wie die Länge der Sekunde bei Person A ist, laufe ich parallel zur Streckenachse von Person A und nicht von Person B und würde sehen, dass hier dieser Schnittpunkt ist und wenn ich das Ganze jetzt vergleichen würde, würde es so aussehen. Die Sekunde bei Person A ist länger als die Sekunde bei Person B. Für den Meter gilt dasselbe. Damit ich weiß, wie lang 10 Meter bei Person A sind, laufe ich parallel zur Zeitachse von Person A und nicht Zeitachse von Person B und würde sehen, dass die Länge der 10 Meter bei Person A so lang geworden sind, dass es mehr als 10 Meter bei Person B sind. Das heißt, da Person A sich bewegt, wird sie die Länge des Meters nicht so lang sehen wie die Länge des Meters bei Person B. Sie würde Person B kürzer sehen, als Person B sich sieht. Hermann Minkowski hat festgestellt, dass Sekunden und Meter ineinander gehen und eine Gewebe bilden. Wenn man etwas im Raum ändert, ändert man auch etwas in der Zeit. Wenn man etwas in der Zeit ändert, ändert man auch etwas im Raum. Und diese Gewebe aus Raum und Zeit nennen wir die Raumzeit. Das heißt, da Person B sich nicht bewegt, hat ein Teil dieser Gewebe bei ihr die Länge eine Sekunde mal 10 Meter. Für Person A, da sie sich schnell bewegt, würde das Ganze anders aussehen und das Ganze sieht so aus. Das heißt, wir haben dieses Quadrat von der einen Seite gedrückt und von der anderen Seite gezogen. Das Ganze haben wir gerade nur bei einem Quadrat gemacht. Wenn wir das Ganze aber in mehreren Quadraten machen in dieser Gewebe, würden wir immer, wenn wir uns schneller bewegen, diesen Quadrat sozusagen von der einen Seite drücken und von der anderen Seite ziehen. Und wenn man mit Lichtgeschwindigkeit fährt, läuft die Zeit nicht mehr. Warum das so ist, können wir hier ablesen. Wir haben gesagt, damit ich die Zeit ermitteln kann, laufe ich parallel zur Streckenachse. Und in dem Fall würde ich sehen, dass die Streckenachse gleich die Zeitachse ist. Deswegen laufe ich unendlich lang parallel und somit läuft die Zeit nicht mehr. Hermann Minkowski hat gesagt, wenn wir uns schnell bewegen, passieren komische Dinge, die im Alltag nicht passieren. Wenn du zum Beispiel an deinen dicken Freund vorbeigehen würdest mit hoher Geschwindigkeit, dann wirst du ihn gar nicht dick sehen, sondern wirst du ihn ziemlich dünn sehen. Selbst das Licht, wenn du dich schnell bewegst, siehst du es in anderen Farben, weil das Licht eine Welle ist. Und die Länge der Welle entscheidet die Energie und die Farbe des Lichts. Je kleiner diese Welle ist, desto näher ist es zu blau die Farbe, je länger, desto näher ist es zu rot. Wenn du an Rot mit hoher Geschwindigkeit vorbeigehen würdest, würdest du rot-orange sehen, weil orange näher zu blau ist.
Und wenn du an Orange vorbeigehen würdest mit hoher Geschwindigkeit, wirst du Orange auch gelb sehen und gelb grün und so weiter. Wenn wir uns schnell bewegen, ändern wir im Raum und in der Zeit. Die Zeit läuft langsamer. Wenn euch etwas nicht gefällt, könnt ihr einfach in eure Rakete gehen und losstarten, ein bisschen rumspazieren, zurückkommen und das schon ist es vorbei. Keine Lust auf Schule, kein Problem. Startet einfach mit eurer Rakete, ein paar Minuten spazieren, zurückkommen und schon sind Sommerferien. Das sind aber nur nicht so hohe Überspringungen, sondern für ein paar Tage, für ein Jahr. Aber würdet ihr euch trauen, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende zu überspringen, sodass ihr zurückkommt von eurer Reise, von eurem kleinen Spaziergang und ihr keinen kennt und einfach nicht wisst, was ihr tun sollt? Das werde ich von euch in den Kommentaren wissen. Ja, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, auf Instagram oder in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.